Das Wort hat die Kollegin Heike Bremer von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn man Sie, verehrte Opposition, so reden hört, da hat man den Eindruck, dass die Hartz-IV-Reform als Waisenknabe auf die Welt gekommen ist. Wenn Sie nur noch einen Funken politischen Anstand haben, dann erinnern Sie sich doch, die geistigen Eltern, die damalige rot-grüne Bundesregierung, Ihr Bundeskanzler Schröder, hat diese Reform als größte Sozialreform in der Geschichte der Bundesrepublik propagiert. Und wie haben Sie damals gejubelt? Und jetzt, wo wir es besser machen, erfolgt diese Miesmacherei. Immerhin, und das sollte nicht in Vergessenheit geraten, war und ist Hartz IV eine Erfindung von Rot-Grün auf der Bundesebene und nicht von der CDU. Mit den von Ihnen von der Bundesregierung vorgelegten Zahlen setzen wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um. Wie schon gestern in der Aktuellen Stunde für jedermann sichtbar wurde, haben Sie offenbar das Urteil des Verfassungsgerichts noch immer nicht verstanden. Man kann es oft genug nicht wiederholen. Die Hartz-IV-Regelsätze sind vom Verfassungsgericht in Karlsruhe nicht als verfassungswidrig erklärt worden. Es wurde vielmehr Transparenz gefordert. Die Höhe der Regelsätze wurden nicht beanstandet. Wären die Regelsätze nicht beim Verfassungsgericht gelandet, dann hätten Sie die bisherige Regelung weiterhin für gut befunden. Zu Ihrer Zeit betrug der Regelsatz 345 Euro. Inzwischen beträgt der Regelsatz 359 Euro. Künftig bekommen die Betroffenen 364 Euro. Diese Steigerung heißt im nächsten Jahr allein rund 400 Millionen Euro mehr Sozialausgaben. Dazu stehen wir trotz der Schuldenbremse. Den Kindern wird die Teilhabe an Bildung ermöglicht. Jetzt gibt es über 250 Euro pro Kind pro Jahr. Erstmals. Wieso haben Sie das denn über die ganzen Jahre verschlafen? Endlich stehen die Belange der Kinder im Mittelpunkt. Die Teilnahme an Bildung, an Wandertagen, an Schulausflügen, an außerschulischen Vereinsaktivitäten und nötigenfalls Kosten für Nachhilfeunterricht sowie ein Zuschuss von knapp 2 Euro pro Mittagessen in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen. Das ist unser neuer Weg. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ich weiß Ihren Namen leider. Aber gern, wenn es meine Redezeit Bitte verlängert. Frau Kollegin Bremer, es dauert jetzt einen Moment, weil gerade hinter Ihnen die Präsidentschaft gewechselt hat. Sie haben gesagt, die neuen Regelsätze seien transparent hergeleitet worden. Können Sie nachvollziehen, dass man angesichts der Tatsache, dass im Existenzminimumbericht vom 27. Oktober 2008, es war der siebte, wörtlich zu lesen ist, daher wird für 2010 ein Regelsatzniveau bei Alleinstehenden von 4.368 Euro gleich 364 Euro im Monat und bei Ehepaaren von 7.860 Euro gleich 655 Euro in Ansatz gebracht. Die Annahme naheliegt, dass die 364 Euro schon seit 2 Jahren politisch gewollt sind und man nicht zu der Einschätzung kommt, dass die neuen Zahlen jetzt extra gerechnet worden sind. Also, mein lieber Kollege, Ihre Auffassung teile ich nicht. Die Regelsätze sind transparent dargestellt worden. Jeder Bürger hat erstmalig die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Schauen Sie auf die Homepage des Bundesministeriums. Dort können Sie in die Tabellen einsehen. Und wir haben umfangreiches Material zur Verfügung gestellt bekommen. Und deswegen kann ich Ihre Auffassung nicht teilen. Die christlich-liberale Koalition stellt die Kinder in den Mittelpunkt. Wir haben diese Notwendigkeit erkannt, und Sie haben sie leider verschlafen. Für diese Maßnahme werden insgesamt 620 Millionen Euro bereitgestellt. Hier wird in junge Menschen investiert, damit ihnen von Kindesbeinen an aus der Hartz-IV-Szene geholfen werden kann. Herr Trittin ist leider nicht mehr da. In den Medien konnten wir lesen, er hat die Pläne
bezeichnet als Pläne der sozialen Kälte vom Schlimmsten. Ebenso gestern Frau Schwesig von der SPD nennt es sogar ein unwürdiges Schmierentheater auf Kosten der Ärmsten. Meine Damen und Herren von Grün, so nennen Sie heute eine Reform, welche Sie damals, als Sie Regierungsverantwortung trugen, auf den Weg gebracht haben und als die größte Arbeitsmarktreform betitelt hatten. Bei einem so ernsten Thema sollte man die Menschen nicht ungerechtfertigt aufstacheln, sondern mit Sachlichkeit und Alternativen begegnen. Die Forderung mehr Geld allein, das reicht nicht. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Der Redakteur der Bild-Zeitung, Herr Niklaus Blome, hat in dieser Woche kommentiert, konnten Sie alle nachlesen. Ich zitiere wörtlich: Schriller, Hartz-IV-Opposition und Gewerkschaften und Sozialverbände toben. Ich zitiere weiter wörtlich: Das ist unterste Schublade. Des Weiteren kritisiert er in seinem Artikel: Hartz IV ist besser als sein Ruf. SPD und Grüne wussten das einmal. Dass sie jetzt für ein bisschen billigen Applaus das Gegenteil behaupten, ist der wahre Hartz-IV-Skandal. Zitat Ende. Lassen Sie uns zur Sachlichkeit zurückkehren. Lassen Sie uns gemeinsam das Verfassungsgerichtsurteil umsetzen, im Interesse der Betroffenen und vor allem der betroffenen Kinder. Die christlich-liberale Koalition ist sich darüber einig, dass Hartz IV für den Betroffenen kein Dauerzustand sein soll. Unser Ziel muss es sein. Darf ich Sie unterbrechen? Frau Schmidt würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Wenn es meine Redezeit weiterhin verlängert, gern. Landrätin in Staßfurt, und wissen Sie, wie viel Geld auch vom Bund geflossen ist für Ganztagsschulen, und haben Sie dieses Geld als Landrätin für Ihren Landkreis umgesetzt, und wissen Sie, dass wir in diesem Zusammenhang natürlich etwas für Kinder getan haben? Also als Landrätin habe ich natürlich die Mittel, die wir zur Verfügung hatten, auch umgesetzt, aber zu meiner Zeit haben wir keine Ganztagsschulen ausgebaut, sondern die Programme waren damals erst auf dem Weg. Ja? Und wir haben natürlich Wert darauf gelegt, wenn Sie vielleicht warten, bis ich fertig bin, meine liebe Kollegin, dass wir gucken in richtige Konzepte, ja, nicht einfach so pauschal, und dass das auch mit Bildungsinhalten untersetzt ist. Und vor Ort, das möchte ich Ihnen auch mal sagen, wird sehr viel gemacht. Man kann nicht nur die Verantwortung dem Bund alleine in die Schuhe schieben, sondern die Länder, die Kommunen sind auch in der Pflicht, auch etwas für Bildung zu tun. Die christlich-liberale Koalition ist sich darüber einig, dass Hartz IV für die Betroffenen kein Dauerzustand sein soll. Unser Ziel muss es sein, den Betroffenen besser und als bisher sie zu qualifizieren, sie umzuschulen und in Arbeit zu vermitteln. Das gilt besonders in einer Zeit rückgängiger Arbeitslosigkeit. So gut wie noch nie werden wir uns um die Langzeitarbeitslosen kümmern. Dazu gibt es drei Schritte. Der erste, da haben Sie von der SPD mitgewirkt, die Jobcenter-Reform. Der zweite Schritt, das sind Maßnahmen wie die Umsetzung der Bürgerarbeit bundesweit. Wir kümmern uns künftig um die Alleinerziehenden und werden sie herausholen aus der Hartz-IV-Isolierung. Der dritte Schritt, der wurde heute schon mehrfach genannt. Wir werden die arbeitsmarktpolitischen Instrumente wirksamer machen. So werden wir in Deutschland eine neue Sozialpolitik, eine Sozialpolitik mit besserer Qualität umsetzen. Wie Sie wissen, komme ich aus einem Bundesland mit einer etwas höheren Arbeitslosigkeit. Von 1994 bis 2002 waren wir auch Opfer einer Tolerierung von Rot-Grün durch die Linken. Was dabei rausgekommen ist, erspare ich Ihnen. Aber die Mitteldeutsche Zeitung in Sachsen-Anhalt hat am Montag eine TED-Umfrage durchgeführt. Die Frage lautete: Halten Sie eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze um 5 € für angemessen? 58,81% stimmten mit Ja und 41,19% stimmten mit Nein. Ich finde, das sollte Sie zum Nachdenken anregen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage dies sehr ernst. Es macht keinen Sinn, Steuerzahler und Empfänger von Sozialleistungen gegeneinander auszuspielen. Fakt ist, was wir verteilen und an Sozialleistungen zur Verfügung stellen, muss durch den Steuerzahler hart erarbeitet werden. Was denken Sie eigentlich, wie diese Debatte und Ihre Aussagen auf all die Betroffenen wirkt? Wer arbeitet, muss mehr haben. Wir brauchen sozialgerechte Lösungen, und diese setzen wir in der christlich-liberalen Koalition um. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.